Montag aus dem Bilderbuch. Hallo meine lieben Pauli-Fans. 2:0 Montagssieg gegen den 1. FC Kaiserslautern. Weltklasse. Damit stehen wir jetzt wieder auf dem 8. Tabellenplatz. Und ich habe mal ausgerechnet, es sind also nur 5 Punkte bis zum 3. Also da oben geht alles. Und das Spiel war geil. Wir waren von Anfang an da. Hier nichts mit Schlaftablette die erste Halbzeit und Stani muss erst wachrütteln, sondern wir waren da, wir haben gekämpft, wir haben unsere Chancen nur leider in der ersten Halbzeit nicht genutzt. Aber nach der zweiten Halbzeit, oder in der zweiten Halbzeit, wurde es ja besser. 11 Meter diesmal reingemacht von Alexander Ludwig. Also Bruns durfte. Naja, egal. Auf jeden Fall kurz vor Schluss dann richtig sicher das 2-0 durch Morike Sako. Der Hühne macht ein geiles Kopfballtor und wir haben alle geil gespielt. Das war ein absolutes, ja, so ein richtiger Mannschaftssieg. Und wenn wir so nächste Woche in München auftreten, dann geht vielleicht auch auswärts nochmal was. Ich bin mir jedenfalls sicher, dass wir die Schlaftabletten hinter uns gelassen haben. Nächste Woche sehen wir uns wieder bei Twenty.